Der Strauß. Eine Fabel, aufgeschrieben von Gotthold Ephraim Lessing. Das feilschnelle Rentier sah den Strauß und sprach: Das Laufen des Straußes ist so außerordentlich eben nicht, aber ohne Zweifel fliegt er desto besser. Ein andermal sah der Adler den Strauß und sprach: Fliegen kann der Strauß nun wohl nicht, aber ich glaube, er muss gut laufen können. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.